Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen Mittwochmorgen. Heute ist der 23.03.2022. Gestern habe ich vergessen, wir hatten ja den 22.03., da hätte ich ja BBC, also 223 Skull & Bones, hätte ich kurz erwähnen können, habe ich aber nicht gut, tut mir leid. Aber wir wissen ja, die 23.2 dividiert durch 3 ergibt die 0,666, also sehr spannende Tage. Hier ist überall, wenn ich hier habe, zweimal, heute, also beim heutigen Tag zweimal die 33 ist die 66, also ganz spannende Zahlen, die sich hier ergeben. Also wie gesagt, jetzt müsste ich es auf einen Zettel draufschreiben. Ja, ja, gute Vorbereitung ist alles. Heute haben wir den 23.03.2022 und wenn ich jetzt hier nehme, zweimal die 33 ist die 66 und dann haben wir hier noch 222 ist nochmal die 6 dazu, also dann hätten wir wieder die 666, aber das sind alles so diese Spielereien, aber bei der BBC wissen wir es natürlich, dass die damit nichts zu tun haben, weil B ist 2 und C ist die 3, also alles nur Zufälle. Ja, der Mond spielt natürlich eine riesengroße Rolle, auch wenn er weiblich ist. Ich habe es in Monaten nicht geschafft, den Artikel der und die zu vertauschen. Das sitzt so tief im Gehirn drin und es ist unglaublich, wie fast unmöglich es ist, ja, nur zwei blöde Artikel zu verändern. Ich meine, das Wort Prägung ist nicht von ungefähr. Also das heißt, hier aus dem Fahrwasser herauszukommen, über sich selbst hinauszuwachsen, ist, glaube ich, ein großes Problem. Da hatte ich immer wieder Gespräche und Diskussionen, wo mir Leute gesagt haben, ja, sie hätten sich völlig verändert. Naja, aus den fernöstlichen Lehren wissen wir, dass es maximal möglich ist, einen Charakter zu ändern. Einen, ja. Aber das ist das Maximum, ja. Wenn jemand, der dem Irrtum aufsitzt, ja, ich habe mich komplett geändert, dann würde ich sagen, naja, das ist halt eine komplette Lüge. Aber das ist ja wurscht, der Selbstbetrug ist, glaube ich, der häufigste aller Betrügereien, aber das macht nichts. Die Dinge sind so, wie sie sind und wir kommen jetzt natürlich auch auf sehr viele Dinge drauf. Wir haben, wie gesagt, heute einen keltischen, Moment, Duster ist ein keltischer Freitag. Warum? Das ist dann der Tag vor dem Halbmond, weil dann am 25. ist dann der Mond im Steinbock und bildet zur Sonne dann den Halbmond. Interessantes Horoskop, interessant, nicht weiß Gott wie spannend, aufschlussreich, aber es ist nur eine Woche. Also das heißt, wir werden jetzt nicht allzu viel hineinlegen müssen. Was ich aber doch hervorheben wollte, wir hatten in den letzten Tagen Jahreshoroskope, wenn ich hier mal darüber blenden darf, am 20. das Neujahrshoroskop, dann hatten wir am 21. dann hatten wir am 21. dieses Merkur, wo ist er der Merkur? Merkur-Jupiter-Jahreshoroskop, dann glaube ich am 22. war diese Quadratauslösung Mars-Uranus, 4-Monats-Horoskop und dann ein drittes Jahreshoroskop zwischen Merkur und Neptun, das war dann für heute, glaube ich, den 23. Also drei Jahreshoroskope innerhalb von 4 Tagen und ein 4-Monats-Horoskop, obendrein noch so schwierige Horoskope, bedeutet, dass wir heuer, ich zähle das Jahr ab dem 20.03., dass wir heuer sehr, sehr viel sehen werden und es wird leider viel Schwieriges dabei sein, weil eben 4 schwere Horoskope auf uns zurollen. Das da ist eben nur ein Wochenhoroskop. Wie gesagt, ein bisschen Entspannung ist auch mal hier und da angesagt. Und ich habe wieder beide Zahlen rein vorbereitet. Das heißt, zum einen die für mich echten kosmischen Zahlen, weil der 5.1., der 5. Tag im neuen Jahr, das ist das Einzige, was ich mit Sicherheit sagen kann. Ich weiß nicht, ob wir im Jahr 2022 sind. Es wird behauptet, 3 Jahrhunderte wurden eingefügt. Das heißt, wir wären jetzt möglicherweise erst im Jahr 1722. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Daher nehme ich auch diese Zahlen nicht für hundertprozentig ernst. Aber die ersten 2 stimmen hundertprozentig. Auf die können wir uns verlassen. Das ist die 5. Die 6 und jetzt kommen die dubiose 8, die 10 und die 12,
dazu, daraus resultierend dann die 3. Gehen wir gleich in Medias Res, also packen wir es, gehen wir es an. Da ist einmal als erste Zahl die 5 und das steht für Jupiter. Jetzt zufällig, ja, beim Wochenhoroskop brauche ich da nicht viel hineininterpretieren. Interessanterweise, zufällig ist hier die 5 die erste Zahl und bei der anderen Zahlenreihe ist dann die 5 die letzte Zahl. Also der Jupiter ist in beiden Zahlenreihen drinnen, das ist schon einmal markant. Wobei hier der 5. Tag, was bedeutet das? Ich würde sagen, naja, Wochenhoroskop, belassen wir es mal als höhere Einsichten. Also hier wird offensichtlich etwas klar. Hier kommen sozusagen gewisse, ich will nicht sagen erleuchtungsartige Zustände, aber vielleicht beleuchtungsartige Zustände, weil wir wurden ja lange genug hinters Licht geführt und da wird ein bisschen Beleuchtung, glaube ich, nicht schaden. An zweiter Stelle kommt der Mars. Mars macht mobil, wie wir wissen, bei Sport, Spiel und Freude. Und naja, man ist unzufrieden, man setzt sich unter Druck und man soll eben die Begrenzungen des Herzens lösen. Man soll sozusagen lernen, in die Liebe zu gehen und das Dienen zu lernen. Naja, das haben wir, glaube ich, lange genug praktiziert. Ich glaube, das Wort Minister heißt der Diener, gell? Diener des Volkes eigentlich. Also ich meine jetzt nur theoretisch, bitte. Das war absurd, gell? Absurd. Aber ich meine, es ist... Ja, ja, es ist ganz spannend, also wie hier gewisse Dinge interpretiert werden. Die 8 an dritter und vierter Stelle, naja, die 8 steht für Gerechtigkeit. Man bekommt, was einem zusteht, die Zahl ist doppelt. Schauen wir mal, ob wir wirklich das bekommen, was uns zusteht. Gewisse Personen, glaube ich, haben da einen gewissen Stau bei dem, was ihnen zukommen sollte. Ich denke immer, ich weiß nicht, mir kommt immer das Jahr 1789. Ich weiß es nicht warum, keine Ahnung, das ist so blutige Träume, das ist ganz komisch. Also die 8 sollte eigentlich jeden was bringen, oder? Die 8 sollte doch jeden irgendetwas bringen. Die 10. Die 10 ist das Rad des Schicksals. Ich habe das als die Sonne bezeichnet, weil das den Bezugsrahmen für mich darstellt, wo sich diese ganzen Inszenierungen ereignen, wenn man das aus kosmischer Perspektive betrachtet, also sozusagen man zoomt sich einmal oder beamt sich ins Weltall gedanklich hinaus, sieht dort mehrere Sonnensysteme innerhalb unserer Galaxie, eine dieser Sonnensysteme ist halt das unsere und wir sind bestenfalls wie Mikroben, ja, wir sind wie Mikroben oder wie, ich weiß nicht, wie, ja, wie Bakterien auf einem Körnchen irgendwas, ja, also es ist interessant, ja, wenn man die Perspektive mal verändert. Es geht hier halt darum, sich wie üblich von der Materie zu lösen, aber leider sind wir halt noch grobstoffliche Wesen und brauchen diese Materie doch ein wenig. Klar, in der nächsten Inkarnation habe ich mir vorgenommen Südsee. Eindeutig Südsee, Palmen, Sonne, Sandstrand. Ja, nach ein paar Jahren hängt dann das auch zum Hals raus. Aber dort, ja, dort kann ich mich von der Materie leicht lösen, weil ja immer alles vorhanden ist. Es ist, wie sagt man, Fischreichtum vorhanden. Ja, du kannst jetzt sagen, schwimmende Plastikinseln sind dort auch richtig. Also Plastik kann man auch dort verwerten. Und natürlich, es ist am wichtigsten die Wärme. Die Wärme ist das ganze Jahr in irgendeiner Form da. Das heißt, man braucht keine Kleidung, man braucht nicht so viel heizen und so weiter und so weiter und so weiter. Ja? Die 12 als letzte Zahl, naja, was will uns die 12 mitteilen? Es wird schwierig, ja? Es wird schwierig. Der Weg wird kein leichter sein, ja? Da kommen einige Prüfungen, aber in dieser Woche, wie gesagt, eine Woche werden wir angenehm und heiter überstehen und mit der 3 ist Uranus im Spiel, sozusagen die Herrscherin, die weibliche Schaffenskraft. Schauen wir, was wir in dieser Woche zustande bringen. Gehen wir gleich fließend über in die zweite Zahlenreihe. Hier haben wir die 24, die 27, die doppelte 29. Nein, haben wir das? Aha, ich habe da die falschen Kärtchen aufgelegt, aber das ist kein Problem. Ich habe alles bei der Hand. Die 29, die 31, die 33. Ja, rechnen. Wie gesagt, mit dem Rechnen habe ich jedes Mal meine liebe Not. So, jetzt haben wir die richtigen Kärtchen, 31, alles vorhanden. Mit der 24 an erster Stelle wissen wir, es könnte eine sehr spannende Woche werden, denn die 24, wie das der Strich so schön andeutet, steht für Streit, Partnerschaftsprobleme. Man soll lernen, auch andere Meinungen zuzulassen. Naja,
Ja, es ist schwierig. Ich spreche da leider aus Erfahrung. Die 27, fleißig, eifrig, Perfektionist. Man arbeitet von früh bis spät und sollte vielleicht hier und da mal innehalten und sich fragen, was mache ich da eigentlich? Die 29 ist ein wenig schwierig, die 29. Ja, was ist die 29? Abhängig von Partnerschaften, und hier soll man eben lernen, sich selbst zu lieben. Das heißt, das ist eine der Kernaussagen, würde ich sagen, generell, die wir hier haben, denn die Selbstliebe wurde uns ja ausgetrieben. Du erinnerst dich vielleicht auch an diesen Spruch, Eigenlob stinkt. Warum auch immer, selber wird man zwar nicht gelobt, aber wenn man sich dann selbst lobt, dann ist das auch nicht in Ordnung, also auf gut Deutsch, du kriegst gar nichts. Die 31, naja, das ist halt doch eine sehr starke Machtzahl, ja. Der klassische Psychopath, Hochmut, Arroganz, Selbstüberschätzung, und hier würde ich sagen, Psychopathos, Stazipathos, konzentriert euch auf euer eigenes Leben und nicht immer nur auf andere. Wenn sich jeder nur um sich selbst kümmert, na, was wäre das für ein glücklicher Planet und eine glückliche Gesellschaft? Die 33 als große Meisterzahl, Christusbewusstsein, aber interessanterweise unterm Strich ist es dann der Geizkragen bei den Gefühlen. Ja? Man möchte hier nichts rauslassen und ist dann interessanterweise nach außen hin oft destruktiv. Ja? Die 33er mit der Einzahl wirken auf andere oft destruktiv und hinunterziehend, also kleine Tyrannen oft, ja, die sich so in den Mittelpunkt stellen und dort eben ihre Protestaktionen abziehen, obwohl sie so ein Riesenpotenzial hätten. Ganz spannend, ganz interessant. Als letzte Zahl, okay, gut, Jupiter ist in der alten Zahl, also alten, in der falschen Zahlenreihe nicht drinnen. Deswegen der eindeutige Gewinner wieder die neue Zahlenreihe, weil an erster Stelle der Jupiter drinnen steht, den wir im Titel auch drinnen haben. Hier haben wir es eben nur zur 6 gebracht. Ja, 6 ist ganz interessant, aber irgendwann auch nicht mehr so wichtig. Und hier geht es halt um Unzufriedenheit, aber das haben wir vorher alles schon gesagt. Deswegen hurtig, hurtig weiter zum Horoskop. Schauen wir mal, was wir hier erraten werden. Ende.